Das Einzige, was heute ein bisschen so einen Beigeschmack hat, ist dieses Gegentor. Kennt die Ergebniskonstellation, ist immer ein bisschen gefährlich, aber uns war vorher klar, dass wir zwei Partien haben und beide bestmöglich gewinnen müssen. Und in beiden Partien ein harter Kampf vor uns steht. Heute war es dieser harte Kampf, den haben wir angenommen. Glaube ich, haben ein gutes Spiel gezeigt und auch verdient gewonnen. Ich glaube, das hat so ein bisschen faden Beigeschmack, vor allem, weil es eigentlich durch eine Standardsituation ist und eigentlich Porto 90 Minuten lang keine gute Torchance hatte. Deswegen ist es natürlich bitter. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir nächste Woche im Weiterbus auftreten, weil wir, glaube ich, heute ein gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, so wie zu Beginn dieser Einführung des Videoassistenten jeder gesagt hat, das macht so ein Stück weit die Emotionen kaputt. Man schiebt uns ja fünfmal irgendwo in den Himmel hoch und drückt uns fünfmal wieder oben auf den Kopf und nimmt uns das Tor wieder weg. Das gehört leider dazu. Warum das dann das war ja kurios, dass man das dann eher erst auf Abseits entscheidet, dann wieder zurücknimmt, wirkt natürlich dann für alle ein bisschen merkwürdig. Aber zum Glück fehlen die Entscheidungen heute für uns. Da muss man auch froh drüber sein. Aber ich glaube, auch so geht der Sieg in Ordnung. Und klar ist, es bleibt spannend. Wir müssen uns auf was gefasst machen in Porto.